Hallo Käsebrotfreund. Hallo Tümsche. Na, wie stehen die Aktienkäse? Ja, super, ja. Wir haben mal wieder eine halbe Stunde mit Technik-Scheißdreck verbracht, ohne Effekt. Ja, macht aber nichts. Das ist doch, unter Tischen rumkriechen ist doch das, was wir am liebsten ja, machen. Ja, und die Verkabelung prüfen und Monitore tauschen. Weil wir eigentlich gedacht haben, für die Villa Käse, wenn wir jetzt mal richtig mit dem Bauen anfangen und so, dann wäre es vielleicht sinnvoll, wenn wir mein Bild zeigen und so. Und ich habe aber hier eine andere Maschine und einen kleineren Bildschirm und dann kein Full HD und dann tralala und überhaupt. Und naja, TLDR, es funktioniert nicht und Tim nimmt weiter auf. Ja, vielleicht fällt uns noch eine Lösung ein, aber nicht mehr heute. Genau. Ja. Nee, heute nicht mehr. Nee. Überhaupt nicht. So. Wir haben schon genug Zeit vertrödelt mit diesem Geschnodder. Genau, und wir müssen jede Menge Wolle ernten. Ich habe nämlich mal die Blaupausen zur Villa Käse gesehen. Haha, ich weiß also ein bisschen mehr schon als ihr. Du lieber Gott. Ja, verrücktes Ding, ey. Voller Wolle, sage ich nur. Voller Wolle. Voller Wolle, ja. Ich meine, es gibt halt nicht so viele coole weiße Steine. Ich meine, Quarz halt, ja. Aber du lieber Gott, wir rennen ja nicht Jahrhunderte im Nether rum für Quarzfarmen. Doch. Ach so, ja, doch, stimmt. Genau. Erklär uns doch mal auf, Tippsche. Ja, also ich habe beschlossen, den Chaos-Turm komplett aus Chiseled Nether Quartz zu bauen. Ja? Komplett? Komplett. Und der wird also 200 Blöcke hoch und 300 Blöcke breit, ja, also im Radius. Mit riesig, ja. Gigantisch. Also wir brauchen ungefähr 70 Millionen Kubikmeter chiselt Nether Quartz. Okay. Ja. Ja, gut, ja. Also es hat den Vorteil, dass wir dieses Let's Play dann damit bis in die Unendlichkeit ausdehnen können. Ja. Also wir haben so 4.500 Folgen jetzt erstmal angedacht. also halt dann der Chaos-Turm, ne? Nicht genau. Die Wiederkäse. Ja, die Wiederkäse, die läuft so in... Oh Gott, schwer zu sagen, gell? Wie lange dauert das, bis die fertig ist? Ich würde mal sagen, 30 Folgen vielleicht? 30? Doch, 30 müsste eigentlich passen, doch. Na, je nachdem, wenn wir jetzt nur graue Wolle ernten oder beziehungsweise du, dann kann es ein bisschen länger dauern. Ja, stimmt. Das ist natürlich auch Sheet. Da müssten wir mal gucken. Geh doch mal kurz... ein Bone Meal besorgen. Man konnte die doch eigentlich immer mit Bone Meal entfärben, oder? Oder bin ich irgendwie, oder nicht, oder? Ich weiß es nicht. Wir können ja mal gucken, wie viel, was für Wolle wir dann überhaupt haben. Wo haben wir irgendwo Knochen? Ja, ja, klar. Also, ich weiß nicht, in der Schrottkiste vielleicht, irgendwie direkt am Eingang, weißt du? Ich guck mal. Da müsste eigentlich doch sowas drin sein. Ich meine, gut, sonst müssen wir halt hier einfach selektive Zucht betreiben und halt alle grauen Schafe töten. Ja. Aber du brauchst auch graue Wolle. Ja, Light Grey, ja. Ich glaube, ich weiß gar nicht, was habe ich denn eigentlich hier? Was haben wir denn hier? Light Grey, doch, perfekto. Okay, ist doch cool. Also Light Grey brauche ich ja auch. Glaube ich zumindest, 61, oder? Doch, ich glaube schon. Bones habe ich. Okay, ja, einfach nur mal kurz Busy Bone Meal und dann mal schauen, ob man diese grauen entfärben kann. Aber ich glaube, das, also, ja. Aber die Wolle ist ja weiß. Ja, Timsche, ne? Blöde Sache jetzt. Wie soll ich die denn jetzt entfärben? Ja, du lieber Gott, kannst du ja eine rote... rote Farbe nehmen, sie rot färben, um sie dann wieder weiß zu färben. Genau. Okay. Ja, doch, ich, also, das ging schon so. Bin mir sicher. Ich bin mir total, absolut sicher. Also wir haben auf jeden Fall viel mehr Grau. Ich glaube, ich habe jetzt schon genügend graue Wolle da drin. Alter Schwede. Vielleicht muss ich trotzdem mal Selektion betreiben, weil das bringt einfach nichts, glaube ich. Hey, wir haben jede Menge Bone Meal. Okay, pass mal auf. Wirf mal her, dann entferne ich mal. Ja, in der Kiste. In der Kiste. Ich glaube, ich muss hier trotzdem mal ein bisschen... Entschuldige. Dankeschön. Entschuldige. Macht's gut. Tschüss. Entschuldigung, muss sein. Da musst du sie aber auch wieder hier... Ja, ja, klar, ich muss dann wieder ordentlich... Aber ich muss jetzt erstmal alle grauen... Wie entfernt man die denn? Braucht man dafür einen Workbench? Oh, verdammte Scheiße, wenn das nicht mehr geht. Wenn das jetzt nicht mehr geht? Nee, ich weiß nicht, ich dachte, das... Ja, ich dachte eigentlich, das wäre so. Das, also, dass da nicht mehr, also... Da hinten ist ja eine Workbench. Ich dachte eigentlich, weißt du? Ach so. Na gut, denken wir noch nie unsere große Stärke. Doch, meine schon. Also ich sehe hier zumindest keine weiße Wolle. Okay, also vielleicht, hä? Vielleicht mit zwei Bone Meal? Bin ich einfach nur so angeordnet? Na? Nee? Nee, irgendwie will's nicht. Wieso nicht? Scheiße. Also ich meine, ist jetzt nur das Rezept? Habe ich jetzt nur das Rezept verblickt? Oder? Also dass es gar nicht mit Bone Meal ging, sondern mit Bone Meal und Wasser oder was weiß ich. Oh mein Gott, wieso sind denn hier so viele graue Schafe, Mann? Ich weiß nicht, weil du die gezüchtet hast, nämlich. Ja, so viel Grau, ey. Das ist ja fürchterlich.
Genau, da braucht wir dafür ein bisschen Weizen, ja. Also, aber ich kann schon gleich Entwarnung geben. Wir wollen jetzt nicht irgendwie 100 Jahre hier nur Wolle produzieren, sondern... Nee, das wird noch lang genug, wenn wir hier irgendwie den Nether-Quartz ernten. Ja, meinst du, wir können eigentlich jede zweite Aufnahme mal in den Nether gehen, um für dich schon mal... Ja, oder wir machen so eine Extended-Folge, so 8 Stunden Nether-Quartz-Jagd. Ehrlich, so einen Samstag komplett durch, ja. Wir hocken uns morgens um 8 hin und hören dann um 4 auf. Ja. Oder wir hocken uns abends um 8 hin und hören dann nachts um 4 auf. Oh Gott, weißt du, an was mich das erinnert? Nein, an was? An unsere Folge, was haben wir denn da mal gespielt? Wo das gerade rauskam. Ach so, Shoot Money Robots, oder was? Nee. Nee? Her? Nee, da dann weiß ich nicht, was du meinst. Ach so, Black Mesa. Black Mesa, genau. Wir am Freitagabend gewartet haben, bis das Scheißding endlich... Da war. Bis es endlich live ist. 3 Uhr morgens irgendwie oder so. Bis wir es aufgenommen haben. Ja, ja, das haben wir doch verwurstet im Weihnachtsspecial und so. Ja, ja. Dieses wunderbare Take. Huch. Warum hast du das arme Schaf jetzt? Es war grau. Ich töte alle grauen Schafe. Ihr seht mir irgendwie auch grau aus. Komm. Für den Fall, dass du grau bist und du auch. Ich glaube, alle, die so braun sind, die sind grau. Weißt du? Braun ist nämlich grau. Braun ja, ist das aber neue bring grau. Mich alle um, weil... Nee. Guck mal, aber das hat auch wieder ein Graus produziert hier. What? Ja, mach's nicht gleich kalt. Vielleicht brauchen wir noch ein bisschen graue Wolle und dann fehlen uns die Zähne und dann haben wir wieder hinterher kein einziges graues Schaf. Also wenn wir jetzt... Also Da kriege ich jetzt Zustände, kriege ich da ja. Oh mein Gott, das verzögert natürlich das. Also das wäre jetzt ein herber Rückschlag. Es kann ja auch sein, dass die Grauen durchaus auch ein weißes Schäfchen irgendwie produzieren. Oder ist das festgelegt, was für eine Farbe? Weiß ich nicht. Das habe ich jetzt einfach mal so angenommen, dass die da irgendwie so grob einem System folgen irgendwie, oder? Oder nicht? Das oder? Ich habe keine Ahnung. Ich habe da noch nie drauf geachtet, ehrlich gesagt. Ja, was ist mit braunen Schafen? Scheiße, die gibt's ja auch noch. Oh no. Oh no. Ich baue es irgendwie vielleicht aus Stein oder so. Huch. Mich mögen sie, guck mal. Dich mögen sie. Da kommen ganz viele Herzchen. Oh, ihr kleinen Wuschis, ha? Huh? Oh. Oh, nee, ey, das wäre echt total bekackt, wäre das. Das wäre echt scheiße. Das wäre total ein Albtraum. Hm. Aber gut, ne, wollen wir mal nicht rumflennen, jetzt ist es halt so. Gell? Ja. Dann ist es eben so. Wenn es so ist, dann ist es so. Dann müssen wir eben, hey, wer hat denn dir erlaubt? Ich glaube, du bist eh ein Graues. Ja, das ist. Ich glaube, du bist ein Graues. Das bestimmt. Aber hier ist ein Weißes. Komm her. Vielen Dank für deine Wolle. Oh, goodness me. Oh okay. Gott. Oh no. Gott. Timchen, was machst du? Bist du hier Bubu? Nein. Mach zu. Mach wieder auf. Geh da rein. So. Und wie komme ich jetzt wieder raus? Ach, ich muss das Zeug aus der Hand legen. Ich hatte noch einen. Oh nein, weg, ab. Oh, ey, das ist so schwierig mit denen. Man müsste so ein Doppelgatter machen, was ein so eine Schleuse irgendwie braucht. Ja, eine Schleuse. Okay, also, ich habe jetzt einfach mal 2 Stacks mit. Ne? Okay. So, das zum Anzeichnen reicht das eigentlich. Naja, dann überrasch mich, oder Käse. Oder wohl, reicht es? Nee, wahrscheinlich reicht es nicht. Nee, ich brauche alle Weiße auf jeden Fall. Weil Weiß braucht... Oh mein Gott. Ich sollte die Villa vielleicht in Grau machen. Und nicht in Weiß. Ach ja. Das wird super. Das wird großartig. Okay, ihr verdammten Hühner, gib mir euer Fleisch. So. Entschuldigung, aber... Irgendwas muss man sich einfach mal abreagieren, gell? Ja, das passt schon, Käse. Das passt genau, schon. Dafür habe ich jetzt auch hier 3 Eier. Piu, piu, piu. Und leider kein neues Huhn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hier sind 20 Felder Abstand zur Straße, Käse. 20, ja, wir hatten 25 gesagt. 1, 2, 3, 4, 5, so. Also hier. Okay. So in etwa hier. Genau. Mhm. So ganz grob. Und das ist auch auf der Höhe. Ja, wir haben es nämlich in der Tat mal so ein bisschen ausgemessen. Ehrlich war, so richtig so mit Maßband und so. Ja. So total echt mit Maßband. Total abgefahren. Crazy. Ja, total verrückter Mist. Kann man da nur sagen.
Und dann wollen wir mal gucken, ob das jetzt so ungefähr funktionieren tut. Genau. Okay. Oh, es wird schon dunkel. Sehr schön. Das ist ja ganz... Da war es gerade noch hell. Ach so, ja, jetzt ist die Frage, wollen wir jetzt hier ganz eins auffüllen? Ja, warte mal, Timsche. Oder eins niederreißen. Ne, also ich meine, weil die Fläche hier, die Fläche eins tiefer setzen, ist weniger aufwendig, wie jetzt hier alles eins hochzuziehen, oder? Das stimmt, wenn man eine Schippe hat zumindest. Also ich weiß nicht, wie viele Dörte haben wir denn, obwohl ja... Ich habe 48. Ich habe 44, wir können es auch... Ach komm, okay. Dann setzen wir es eben eins hoch. Hm? So, vielleicht gar nicht so schlecht. Und wenn wir es nachher wieder runtersetzen, dann freut sich auch jeder. Ja. Weil ist ja auch eine spannende Sache, sowas, ne? Das sieht man ja nicht alle Tage. Ach, ja, das ist aber unkoordiniert. Das ist höchst professionell. Wahrscheinlich fliegen wir gleich in die Luft. Ja, das könnte natürlich auch sein, ja. Das könnte sein. Oh, hier ist feinste Dörte. Ich habe auch letztes Mal schon die holländische Strömungsmutter beerdigt, wenn ich entsinnst, ja. Ich erinnere mich, ja. Gute Güte. Da fällt, Kohle, fällt einem auch nichts mehr zu ein. Entschuldigung, echt mal nicht. Okay. Ja, wir müssen uns jetzt ganz offiziell bei allen holländischen Strömungsmüttern entschuldigen. Ja, war nicht so gemeint. War nicht persönlich gemeint, war nur ein kleiner Wortgag quasi, ein Wortwitz. Ein Wortwitz, ein Witzwort. Piu, da hinten sind Creeper. Ach, du schießt hier schon wieder rum, ey. Ja, mal, die müssen halt mal jetzt... Ja, genau, stirb doch mal, du Blödes. Boah, wo habe ich denn so viel Dirt her, Alter? Was, wie viel 1000 Dirt hast du denn? 100, 160 oder 160.000. 80 oder so. Okay. Coole Sache. Oh! Ach so, der geht auf dich. Naja, dann. Hä? Ehrlich? Wer? Wo? Ach, der da. Ist ganz schön dunkel hier. Tschüss. Macht's gut. Und jetzt kommen wieder seine 12 Brüder um die Ecke, oder wie? Keine Ahnung. Kann schon passieren. Okay, ich mach mal hier ein bisschen Licht. So. Ja, mach mir hier auch mal ein bisschen Licht, sonst sieht ja kein Mensch was. Niemand sieht doch hier was. Niemand nicht. Okay, ich glaube besser. Ja, so. Keine Fackeln mehr. Aber ach, ich habe noch viel mehr Dirt, ey. Ich habe ja 1000 Dirt dabei, ey. Oh, ich habe hier eine Baby-Zombie-Armee, die ich gleich platt macht wahrscheinlich. Puh, hey. Wieso sind die denn so schnell? Ja, die sind halt so wuselig, wie halt Kinder so sind, weißt du? Ach so. Oh mein Gott. Okay. So, Erdarbeiten. Mann. Ja gut, gehört zum Bauen dazu einfach, ne? Ja, schon, ja, total, klar. So muss Achtung, man auch... da kommt ein Creeper hinter dir. Oh ja, Tatsache. Oh man, oh, was ist denn hier los jetzt? Wir wollen doch jetzt hier eine Nachtschicht einlegen. Himmelarsch und Zwirn. Hä? Ist das hier mal Ruhe? Ist jetzt hier mal Ruhe? Ich glaube, jetzt ist mal Ruhe. Naja, für einen Moment zumindest. Ah, da kommt schon der nächste Bruder angefegt hier. Okay, du bewachst mich, ich baue hier wie... Okay, ja, du bist ja der Mann mit dem Dirt. Der Dirtmann. Der Schmutzmeister. Der Schmutzmeister. Nein, der Potzau. So, okay. Nee, sonst alles gut. Da hinten ist wieder ein Creeper-Tier. Diplomierter Verschmutzer. Diplomierter, ehrlich? Ja. Diplomierter, also nicht nur so mit Meisterbrief, sondern mit universitärem Abschluss. Mit Universitätsabschluss. Uiuiuiui. Meine Freunde, das ist selten. Diplom-Ingenieur Schmutz. Okay. Wo arbeitet man da so in der freien Wirtschaft, so als Schmutzingenieur? Garten- und Landschaftsbau. Ja, Aufschüttungen im Allgemeinen werden da. Und im Speziellen. Ja. Verstehe, das ist natürlich ziemlich cool. Ah, sag mal, es hört also voll. Also gerade so Villenvorbereitungen, dafür ist man gut bezahlt und gern gesehen. Bezahlt und gern gesehen, ja. Eine Standardarbeit quasi. Nein, das ist hochkomplex, ja. Also Erdarbeiten sind ja nicht ohne, weißt du? Ja, nicht? Nein. Ach so. Ja, was glaubst du, wenn du zum Beispiel, nehmen wir mal eine Tiefgarage baut, ja? Da kannst du nicht einfach ein Loch graben und Beton reingießen. Beton? Ja, da brauchst du dann einen Bauingenieur, der das macht, der das berechnet. Ja. Und genauso ist das auch mit Erdarbeiten mit Schmutzerdarbeiten quasi. Schmutzerdarbeiten. Ja. Schmerzarbeiten. Okay. Schmurtarbeiten. Ja. Ich habe das hier genau ausgerechnet, damit das auch von der Statik her alles funktioniert. Okay, cool. Nicht, dass uns hier mir der Keller einbricht quasi. Ja. Und das ist ja immer noch ein bisschen schwieriger, weil wir bewegen uns ja hier in Minecraft hier. Ja, und da
funktioniert es ja ganz anders mit der Statik als im echten Leben quasi. Ja, das stimmt. Ja. Oh, so groß wird das Ganze. Wow. Ja, so groß wird das. Hätte ich mir gar nicht so groß vorgestellt. Ja, hallo, das habe ich doch schon letztes Mal gesagt. Das wird keine Gartenlaube, das wird die Villa Käse. Aha. Und die ist ja jetzt nicht hier... Ne, ich muss ja schon ein bisschen angeben bei den Nachbarn. Ach so. Ne, dass die hier in ihren Lehmhütten da drüben auch ordentlich sehen, was ich für ein reicher Bonzentyp bin. Ach so, gut. Alles klar.